Willkommen in der Simson-Werkstatt. Es geht weiter. Was machen wir? Dein Motor? Ja, Teil 3. 4? Keine Ahnung. Ich hab schon gar nicht, bin schon gar nicht mehr am Zählen. Egal, wir haben es letztes Mal aufgehört, weil uns die Zeit ausgegangen ist. Wir wollen ja auch nicht, dass ihr hier so einen Film guckt von 4 Stunden Länge oder so. Ich glaube, das guckt sich nämlich auf YouTube keiner an. Keiner guckt sich das an. Gut, wir bedanken uns für die Zuwendung, ja. für die Aileen. Jeder von euch weiß, wer was gegeben hat oder wer nicht. Genau, vielen Dank dafür. Bei Gelegenheit werden wir sehen und zeigen, wofür wir es einsetzen. Ja. Das Moped hat ja noch ein paar Baustellen. Willst du es mal gleich einmal kurz drüber filmen, was momentan der aktuelle Stand ist? So? Aktuelle Stand vom Moped? Drüber, Bruder. Wo sind deine Kotflügel hin? Oh, die muss jemand geklaut haben. Scheiße. Wo ist deine Lampe hin? Oh, ich glaube, da hat jemand dran radiert an dem Motor. Wo dein Motor hin ist, das weiß ich zufällig. Ja, okay, für den waren wir verantwortlich. Das ist okay. Wo ist denn dein Auspuff? Ich weiß es. Aileen hat einen neuen Auspuff gekauft. So. Hinten auch kein Kotflügel. Oh. Ist das so ein sogenanntes Nackig-Bike? Nein. Kein Naked-Bike? Noch, nein, nein. Es kriegt wieder Kotflügel. Aber wir verraten noch nicht, wie sie aussehen. Nein. Genau. Man muss ja auch weitere Videos gucken können, deswegen. Sehr gut. Man sieht jetzt, es hat sich wieder was getan. Wir waren, nur damit man auch sieht, dass zwischendurch auch an dem Moped was sich verändert. Wir sind fleißig. Ja. So. So, im letzten Video haben wir... Der letzte Stand war der Motor. Ihr habt gesehen, wie wir das alles... Wie Aileen das alles zusammengebaut hat. Zwei Dinge habt ihr nicht gesehen. Ne, doch, die fügst du ja noch ein. Das da kommen ein paar Bilder dazu. Genau, aber wir dass man sie nochmal live sieht, genau. Wir haben das noch gemacht. Das sieht man im Video, dass uns das gefehlt hat. Und hier unten drunter ist ein Sicherungsring. Müsst ihr uns jetzt einfach glauben. Aber es gibt auch ein Foto im letzten Video. Das seht ihr jetzt genau. Da seht ihr, dass wir den Sicherungsring gesichert haben. Gut. Genau. Und weiter geht's. Ja, es fehlt eigentlich noch so das Wichtigste am Motor. Hier fehlt irgendwie so das, was den Motor antreiben soll. Genau. Die Seitendeckel bleiben erstmal ab. Ja. Wir hängen den ohne ein. Da können wir noch ein bisschen drin rumdoktern bei dem ganzen Quatsch da. Schaltung einstellen und. Und dann ganz zum Schluss kommt der Deckel erst drauf. Aber was wir gleich drauf machen ist, hier ist noch gehende Leere. So, Aileen nimmt es mal kurz in der Hand. Ich hatte es euch schon gezeigt, den Zylinder. Jetzt allerdings in sauber. Letztes Mal war er noch original und schmutzig. Original ist er immer noch, aber es ist immer noch original. Wir haben da ein bisschen gesäubert. Sieht jetzt eigentlich fast wie neu aus. Schöner Original DDR. Kannst auch mal den Kopf noch mal kurz zeigen. Das hat jetzt eine gewisse Reinheit und Sauberkeit und passt natürlich dann zum Konzept von dem Motor. Einmal neu und frisch und schön. Ja, das wird. Genau, aber der hält nicht von alleine da oben drauf, sondern wir brauchen hier ein paar Stehbolzen. Genau, wir haben da schon mal was. Ohne steht er so schlecht. Also der bleibt da schon drauf, aber das war es auch schon. Ohne Stehbolzen bleibt er nicht stehen. Genau, das wolltest du doch sagen. Genau, genau so wollte ich sagen. Und damit wir die auch da reinschrauben, können wir die jetzt mal schnell. Genau. Mangels Werkzeug muss Aileen leider mit gekonterten Muttern arbeiten. Aber sie weiß, wie das geht. So, fest. Genau. Wir haben auch ein bisschen was vorbereitet. Da haben wir ein bisschen Schraubensicherung. Ja, soll ich die erstmal... Genau, mach Schraubensicherung drauf und haust gleich rein. Musst du auch jetzt nicht anproben wie so ein Berserker, sondern... Oh, jetzt kommt aber gut was raus. Genau. Dreh es einfach rein, zieh es mit deiner ganzen Kraft fest und das würde dann, glaube ich, auch schon reichen. Haben die einen Drehmoment, was sie eigentlich haben? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe die noch nie mit Drehmoment angezogen. Ich drehe die immer rein, dass sie fest sind. Die stoßen ja unten dann irgendwann mal unten auf, so dass sie nicht überdrehen, genau so. Und der Rest übernimmt der Kleber, beziehungsweise kommt ja dann oben drauf. Ich krieg die Muttern jetzt ab, ohne dass ich das kriegst du hin. Zum Schluss kommt ja oben drauf der Zylinderkopf und der Zylinderkopf wird ja mit Newtonmeter angezogen. So, und damit ihr jetzt da nicht so langweilig dazu guckt und jeden einzelnen Stab, machen wir da schnell einen Vorlauf draus und machen schöne Musik drunter. Musik.
Naja, obwohl, lass mal so. Die Dichtung können wir ja hinterher aufsetzen. Es geht ja jetzt einfach nur erstmal darum, dass wir den Kolben aufsetzen. Nimmst du die kleine Zange, die kleine goldische, die kleine mit der Spitze, jo. Holst mal die Kolbenklipse raus. Zusammendrücken und aufziehen. Geht relativ einfach. Jawohl. So. Du holst den Kolbenbolzen raus. Genau, so. Ganz leicht. Ein bisschen aufziehen. Das Nadellager gleich weg. Das hat sich gerade selber aufgezogen. Schmeiß mal in die Tonne, das ist das Original. Die Anlaufscheiben brauchen wir beide. Ja, ich so, dann haben wir den. Toll. Jetzt relativ einfach. Nadellager leicht geölt einsetzen. So. In die Kurbelwelle damit. In die Kurbelwelle. So, jetzt machst du links und rechts davon. Das ist Rapp, ja, damit die Anlaufscheiben kleben bleiben, genau. Der ist nicht auf meinen Mist gewachsen, das machen alle so. Nicht? Ja. Ist das egal, warum? Ja, genau. Einfach einsetzen. Genau. Jetzt. Da ist ein Pfeil drauf. Pfeil geht Richtung Auslass. Okay. Jetzt setzt du den ganz vorsichtig drüber und stopp. Schiebst das durch. Weil das geht schnell durch. So. Guck, dann zentriert das automatisch. Genau. Jetzt guckst du nochmal, ob die Anlaufscheiben drin geblieben sind. Ja. Sind sie? So, und jetzt machst du den ölig hier, den Kolbenbolzen. Setzt den auf das Werkzeug auf und schiebst ihn praktisch dem Werkzeug direkt hinterher. Boah, kommt doch. Ne? Wichtig ist halt nur nicht mit Werkzeug oder einem Hammer oder so. Ist ja schon, guck mal, der ist ja schon drin. Werkzeug kannst du schon rausnehmen, genau. Lass das, passt schon, ist schon durch. Die Scheiben sitzen, der ist drin. So, jetzt drehst du dir den Motor, du lässt den erstmal so drin. Dann drehst du dir den Motor so, dass du diesen Kolbenclip, dass du den so reinlegen kannst. Also praktisch einmal so auf die Seite. Du musst mit der Seite anfangen. Das hat einen Grund, weil du hier noch Platz hast. Genau, dann kann ich nämlich an den Clip dran schieben. Richtig. Nee, sollten schon sauber sein. Waren die nicht sauber? Waren die leicht schmutzig? Unglaublich! Ich hab hier dreckiges Material hingelegt. Ah, ich schäme mich. Ein Motor, der hier seit... keine Ahnung, wie lange sein Dasein gefristet hat und hier auf dem Boden gestanden hat, ist eventuell ein bisschen dick. Naja, wir hatten ja alles sauber gemacht. Ja, gut, aber den Dings. Aber du hast es in den Kommentaren gelesen. Manche finden den Zylinder richtig, richtig cool. Ja, viele wollen den haben. Ich will ihn auch haben, deswegen wollen wir ihn jetzt haben. So ein schöner DDR-Zylinder ist schon was Tolles. Ich bin auch halt froh. Ich glaube, die Kommentare hassen mich, dass ich den jetzt gekriegt habe. Nein, niemand hasst dich. Die sind alle froh, dass du den hast. Die finden das alle super. Nein, das ist schick. Genau, ein bisschen einsetzen. Die Öffnung immer nach oben. Also mache ich so. Ja, ich habe es jetzt auch so gemacht. Genau. Und dann guckst du mal, am besten hier mit diesem wunderschönen mit dieser Allzweckwaffe. Schön, dass er schön in der Kerbe drin liegt. Sieht gut aus? Ja, kannst du ja mal genau. Gucken, wenn du möchtest. Ob das ich gucke mal. Sensational. Gut, dann halte ich den rum. Genau.
Und dann hast du ja schon gesagt, was du jetzt machst. Du drückst den Kolben durch, genau, und dann bis zum Anschlag durch. Kannst du auch das Werkzeug noch dazu nehmen? Ja, ich habe mir auch gerade überlegt. Ja, doch. Der rührt sich nicht mehr. Genau, und jetzt den anderen noch drauf. Als ob du in deinem Leben noch nie was anderes gemacht hättest. Er ist ja so ein Motor. Ich hoffe, er läuft am Ende. Aber dafür ist der Dirke da, dass er mir da hilft. Und mir Faxen abrät. Ich nicht machen soll. Ich sag dir jetzt schon, er wird laufen. Das ist ermutigend. Das ist schief, ich brauch den. Da gibt, guck mal, das sind ja diese Klipse mit zwei Nasen, da gibt es noch die Klipse mit einer Nase, da gibt es die Klipse ohne Nasen, da brauchst du ein Werkzeug, die da reinzudrücken, die kriegst du dann noch nicht wieder gescheit raus. Also für Originalzylinder, beziehungsweise Originalkolben, finde ich die eigentlich cool, ausreichend, in völligsten Ordnung. Das ist normal, dass ein bisschen Spiel ist zwischen. Mhm. Na klar. Gut, wichtig, dann wird er jetzt wichtig ist, dass der Kolben an sich auf der Kurbelwelle kein Spiel hat, weil der Kolben ist, oder die ist oben geführt. Gar nichts. Genau, dafür sind die Anlaufstellen da. Und die Kurbelwelle hat dafür unten zwischen den zwei Wangen hat die Spiel. Ja. Es gibt welche Kurbelwellen, die sind unten geführt, da kann das oben klappern, beziehungsweise in unserem Fall ist es oben geführt und kann es unten klappern. Genau. Das muss ich ja ein bisschen ausgleichen, das arbeitet ja alles ein bisschen. Wenn das dann 50.000 Umdrehungen macht, dein Motor. Ein Zylinder dreht schon krass hoch, aber ich glaube so hoch, doch, stimmt. Ja. Nee, war Spaß. Ja, aber so hoch drehen die nicht. Also deiner nicht, der ist Serienquatsch. So, guck mal. Dein Kolben hat ja zwei Kolbenringe. Und da gibt es diesen Kolbenringstoß, also wo er offen ist. Mhm. Und diese Öffnung muss auf dem Ring hier, auf, wenn du den drehst, ja, gibt es an einer Stelle so einen kleinen Pinübel. So ein Verdrehstift, dass die sich nicht verdrehen. Und der jeweilige Kolbenring muss genau, wie sagst du, der Kolbenringstoß muss genau an diesem Pinöbel anliegen, dass gibt's dein da Kolbenring irgendwo sich schön. Ah, hier, ja, ich hab'n. So, und der andere ist genau gegenüber. Also, ich glaube, wenn man oben drauf guckt auf den Kolben bei 10 und bei 14 Uhr, 10 und 2 Uhr. Ungefähr so in dem Dreh. Der oberste, nee, du, der oberste ist bei 10 Uhr ungefähr. Wenn der Pfeil da eine 12 sein soll, also so, ungefähr hier so, da müsste er irgendwie jetzt zum Vorschein kommen. Da, hier, ja. Ah, perfekt. Also einer ist jetzt hier, so, und dann noch da. Also 10 und 2 Uhr, genau. Ja. So ungefähr. Das ist jetzt beim Serien-DDR-Dings, original. Bei den anderen ist es wahrscheinlich hier. Mm, es gibt welche, die haben nur einen Ringkolben, die haben einen Ring, der ist ja hier hinten. Musst du halt gucken, ne? Okay. Ich glaube, dafür gibt es keine Vorschein. Zimmst du deinen Zylinder und machst den innen drinnen, machst du ein bisschen Öl auf den Finger und schmierst den innen drinnen schön ein. Genau. Hier haben wir so eine komische Gabel. Dann drehst du ihn jetzt nach unten den Kolben, dass der schön auf der Gabel aufsteht. Schön fest. Bisschen in die Mitte. Ah, der steht bis genau. So. Genau. Sollst? Ja, das geht schon. Das ist schon. Das brauchst du gleich als Hilfe. Okay. Falsch. Wir ziehen das nochmal raus. Hm, schöner Reiner. Wir nehmen erstmal eine Dichtung. Fangen mit der 05er an. Aufleben. Kann sein, dass wir die nochmal tauschen wollen. Wenn wir nachher das Quetschmaß ermitteln. Das erkläre ich dir aber, was das ist. Das, genau, da bin ich. Das ist ein ganz lustiges Wort. Ein ganz lustiges Wort, an dem ich mir noch nicht sehr, sehr viel vorstellen kann. Quetschmaß. Ist ein Maß, was mit Quetschen ermittelt wird. Was ist denn da dran so kompliziert? Ja, keine Ahnung. Wir zerquetschen halt irgendwas und das messen wir aus danach. Wir zerstören etwas. Und ja, tatsächlich. Zerstörung. Tatsächlich, wir zerstören was, ja. Indem wir es zerquetschen. So. Genau. Jetzt kommt. Genau. Nur, dass dein Kolben schön gerade aufliegt, dann kippelt er nicht. Du hast die Kolbenringe noch mal kurz überprüfen, ob die auf 10 und 14 Uhr stehen. Ja, mache ich jetzt gleich nochmal. Dreh am großen Rad, hast du mehr Kraft. Ja. So, hier habe ich die Richtung.
Das geht, das ist schon okay so. Okay. Du wirst gleich merken, dass das irgendwie geht. Ja. Was noch? So, ja. Setze deinen Zylinder auf mit dem Auslass nach vorne. Schön vorsichtig, jawohl. So, jetzt Kolben unten einfädeln. Den obersten Kolbenring ein bisschen zusammendrücken. Fühlt sich gut an. Straff, aber gut. Gut, der wird sich ja eher SPC einlaufen, oder? Obwohl er ja eigentlich eingelaufen ist, weil er. Der war eingelaufen, aber ich habe keine Ahnung, wie viele Kilometer der drauf hat. Und war nicht, der hat cool, du warst nicht drauf, wenn du den ausbaust. Der hat ein cooles Einbauspiel. Ich bin da mit der hohen Bürste nochmal durch. Der ist gut. So, pass auf. Jetzt kommt der Moment, wo wir das Quetschmaß ermitteln. Das zeige ich dir ganz kurz. Wir müssen den Zylinderkopf aufsetzen. Wie der jetzt aussieht, der sieht es schon aus, als wäre er fertig. Das ist schon schön. So. Ist er aber leider nicht. Oh, jetzt guck mal, jetzt gucken die Bolzen noch nicht so weit raus. Nein, wo hatten wir die Muttern hin? Da waren ja coole lange Muttern drauf. Hey, jetzt muss ich nicht so weit schrauben. Wie cool. Jetzt musst du keine 10 Kilometer mehr schrauben. Na toll, gleich verkackt. Hey, ist eigentlich voll die gute Idee. Gibt es auch ein Werkzeug dafür? So eine Nuss, die Mutter so ein bisschen festhält. Habe ich leider nicht. Ja, muss ja auch nicht alles haben. Das war bei den anderen einfacher. Ja, weil diese Stehbolzen einfach gefühlt, viel zu lang waren. Die waren gefühlt 1,5 Kilometer lang. Die waren wirklich sehr, sehr lang. Weil ich habe gar nichts zu schrauben, weil du schraubst ja. Oh, er muss die Kamera halten, dass sie nicht zittert. Weil unser Kameramann sich von mir verabschiedet hat. Der hat einen Nebenjob. Er muss halt arbeiten. Ganzen Tag arbeiten. Armer Kameramann. Vielleicht brauchen wir noch eine eigenes Haus, eigenen Hund, eigenes Auto. Muss alles bezahlt werden. Kameramann braucht auch noch eine Spendenkasse. Kriegt er nicht. Der soll arbeiten gehen. Das ist ein Mann, der ist erwachsen. Also wie gesagt, nur ihr Spenden schicken, nur ihr. So kann ich schon... Azubine. Wie viel? Lauwarm. Lauwarm. Lauwarm über Kreuz. So, jetzt nimmst du die Kamera an, jetzt zeige ich dir, wie wir quetschen was anbietet. Ja, wir lernen jetzt heute nochmal was. Wir quetschen irgendwas. Und lassen noch irgendwas fallen. Da. Was kann man gut zerquetschen? Ein Lötdraht. Der hat einen Durchmesser von 1,5 mm. Mhm. Wir brauchen einen Quetschmaß von ungefähr 1 mm. Das wäre toll. Bei so einem Serien. Zylinder. Also setzen wir uns hier unterschiedliche. Den Kickstarter an, dass der Kolben da innen drin hoch runter tanzt. Wichtig ist, dass der Motorbock zugedreht ist. So. Genau. Jetzt setzen wir den Lötdraht da rein. An die Kante. Oben an den. Genau. Und jetzt kicke ich einmal. Und jetzt hat er hier drauf rumgequetscht. Nö, hat er nicht. Ich hab daneben gehalten. Jetzt quetscht er gleich. Wir haben zu viel Quetschmaß. 1,5 mm ist zu viel. Sitzt der hier richtig auf? Moment. Ich gucke. Ja. Ja, der sitzt auf. Unten auch. Na dann. Doppelt. In der Flung des doppelten Quetschmaßes. Dann heißt es aber dann für uns, beide Fußdichtungen, dass wir dann eine ultra dünne Fußdichtung brauchen. Ne, noch weniger. Wenn der das nicht quetscht, ist es, müssen wir rausnehmen. Wir müssen ja runterkommen. Da haben wir guck jetzt mal die Quetschkante. Ja, das ist ganz schön. Und das messen wir. Alter, wir haben eine Quetschkante von 1,84. Das heißt, wenn wir jetzt die
die Fußdichtung da rausnehmen. Das ist eine 0,5er zu. Nee, doch, 0,5er hast du gesagt, glaube ich. Das ist eine 0,5er. Wir müssen jetzt eine Papierdichtung da unten rein basteln. Weil die andere hat, die hat 0,3, glaube ich. 0,25. Aber weiter runter kommen wir nicht. Dann hoffe ich. Gut. Ihr wisst ja, wie man das Quetschmaß ermittelt. Wir machen da jetzt mal hin und her. Ihr müsst euch das nicht angucken. Da fünfmal rauf und runter. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das passt. So, das ist der Kopf. Wir ziehen ihn jetzt fest. Ja. Wir haben ein bisschen doktern müssen, weil unseren Kopf, der erste Kopf, und da ist noch ein Kopf und der Kopf. Wir haben kein Quetschmaß hingekriegt von unter 1,6. Deswegen mussten wir jetzt uns einen passenden Kopf suchen. Der ist wirklich hier unten, das ist ja fast keine Kante mehr da gewesen. Ja. Der hat einen Nachteil, das ist ein Zylinderkopf von der Schwalbe. Ist aber nur ein optischer Mangel. Ich hoffe, die stört es nicht. Nee, mich stört es nicht. Hauptsache, wir haben jetzt ein Quetschmaß von? 1,1 hatten wir jetzt gemacht. 1,1 und wir hoffen, dass wir es jetzt richtig mit Drehmoment festballern, dass wir irgendwo so bei 1,05 landen. Ja, dann wäre es perfekt. Da haben wir ein schönes Quetschmaß. Aber 1,67 war, glaube ich, das Beste, was wir erreicht hatten. Ne? Mit dem anderen, ja. Ja. Und da hatten wir, also, ich meine, jetzt ist auch die schmalere Dichtung drin, aber. Aber ohne Dichtung wollten wir es auch nicht. Ist halt so. Gebrauchteile muss man manchmal ein bisschen variieren, kombinieren. Wir haben es hingekriegt. Ja, wenn man halt auch, wie der Dirk, halt auch. Einfach alles aufhebt, ja. Nee, das meine ich ja gar nicht. Aber wenn man halt auch eine kleine Auswahl hat, das ist der Motoren-Messi. Neu war, also einen neuen gebrauchten Käuf beim Händler und man kann auch in 10 anderen drinnen sitzen und kann sich dann seinen aussuchen. Ja, ist halt so. Das ist halt auch das Schöne, dass ich nicht immer alles wegwerfe. Das ist genau wie Martin. Martin drüben braucht ja einen Motor, ne? Dann gehe ich hier hin, greife hier rein, da ist ein schönes Gehäuse und dann kriegt er schon seinen Motor. Ja, bei mir war es halt ein bisschen komplizierter. Aber ich glaube, von der einen. Ja gut, das ist aber auch nur ein sauberes Motorgehäuse. Martin braucht ja auch noch die Innereien. So. Ja, die Innereien waren bei mir aber auch nicht. Ich hätte auch eigentlich ohne Motor ankommen können. Fast. Wir wissen, ein komplett neuer Motor bei MZA, was kosten die? 800 rund? Fix und fertig? Die sind versiegelt, die Dinger, und da musst du erstmal eine Fachwerkstatt finden, der dir den einbaut. So. Und dann geht es nämlich los. Wo gibt es hier eine Fachwerkstatt? Eine zertifizierte Fachwerkstatt, Simson-Werkstatt. Wir reden jetzt nicht hier von meiner Hobbybude. Ja, dann gar nicht. Schwierig, genau, das ist nämlich das Problem. Drüben, in den neuen Bundesländern oder auf der Ostseite da, wo das. Gibt es da ja echt noch Fachwerkstätten? Gibt's, ja, es gibt Fachwerkstätten. Also, ich weiß nicht, ob die ausschließlich von Simson leben, aber wenn das so ein Motorradhändler ist, der sagt, ich mache Simson, dann ist der, ja. Ja, dann ist das ein Fachhändler für Simson. Für Simson, Yamaha, Honda und Hercules und Kreidler und keine Ahnung. Alles, was zwei Räder hat. Genau. Das bin ich natürlich nicht. Und in dem Fall würde deine Garantie von diesem MZA-Motor verfallen, wenn ich dir den einbaue. Du bist hier einfach das nur spezialisiert auf Simson. Ja, aber nicht kein eingetragener, ne? Fachwerkstatt. Ist ja auch besser so. Zwar nicht eingetragen, aber es kommt trotzdem noch genug Besuch. Ja, genug, ja. Zu viel. Das, da wollt du hier. Zu viel. Heute ging's. Heute war wirklich. Keine Videocrasher. Das stimmt. Liegt am Wochentag wahrscheinlich. Die sind alle daheim und schimmeln rum. Ist kein Wochenende. Und das Wetter ist wieder ein bisschen schlechter geworden. Ja, da will keiner fahren. Er hat keine Bock. Ich verstehe. Ja, die Karre dann dreckig wird. Alte Mopeds in Rost ist ja auch immer so ein Thema. Das ist ja auch so wie so ein Oldtimer, wird bei schönem Wetter gefahren. Ja, ist so. Ist ja auch nicht verwerflich, ich glaube. Wenn die Karre sonst in deinem Arsch wegschimmelt, ist das vielleicht auch besser so. Weißt du, bei Scheißwetter kannst du die modernen Plastikbomber fahren und die schöne Edelsimson, die holst du nur bei schönem Wetter raus. Die immer geputzt in der Garage steht. Auch schön. Deins wird auch nur Edelsimson. Wir sind noch lange nicht fertig. Also ich hoffe, also ich bin ja sehr gehypt, wenn dann endlich das Lackset ankommt. Und der Rest ja noch so, auch das Moped wartet ja auch ein paar Tage. Ja, Niklas hat ja heute noch die Kotflügel geholt. Die gehen jetzt auch noch zum Lackierer. Eieiei, da wird er wieder übertrieben. Aber nur ein Kotflügel wird lackiert, habe ich gehört. Wollen wir ein bisschen spoilern? Nein, machen wir nicht. Nein, ich glaube, der zweite, den will er aber auch noch lackieren. Aber, da müssen wir aber das ist nicht der Serien-Kotflügel, den er lackiert.
Nö, den gesehen wollte, aber eigentlich auch mitnehmen. Ich weiß nicht, für was er den haben wollte. Keine Ahnung. Aber bei dir ans Moped kommt kein Seriencode-Flügel vor. Nein, aber das spoilern wir nicht, oder? Willst du mir? Nein, das zeigen wir nicht. Nein, wir sagen es nur. Nee, es kommt kein Serien, es kommt auch kein Serien-Enduro-Codeflügel. Aber es bleibt doch nicht so. Es bleibt nicht so. Es kommt kein normaler Kotflügel, es kommt kein Enduro-Kotflügel. Ja, guck mal, wie gut sich das mal gespannt. Hat hier. Ja. Und jetzt? Das Drehmoment. Ja. Ja, mal gucken, was da kommt. Wir sind alle gespannt. Weil das ist schon ein bisschen fies. Wir wissen alles und der Rest muss warten. Naja. Das ist YouTube. So funktioniert es. So nicht anders. Habt ihr gehört, ihr müsst warten. Naja, oder wir müssten im Video 3 Stunden machen und am Ende der 3 Stunden wird es. Ja, und dann sitzen sie alle da und skippen nur noch. Das ist doch auch blöd. Ja. Ist halt so. Wir wollen ja uns für jedes Video irgendeine Überraschung aufheben. Ja, wir haben es auch bis jetzt für eigentlich fast jedes Video haben wir uns irgendwie. Nur das heutige Video, das geht nicht voran. Ja, irgendwie. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir. Was haben wir gemacht? Wir haben 4 Stehbolzen eingezogen, einen Kolben gesetzt, einen Zylinder, einen Zylinderkopf. Ja, ich hatte so gehofft, dass er in diesem Video knackt hat. Naja. Aber Gummibärchen sind noch da. Wir haben Gummibärchen. Hey, wir müssen halt auch gewissenhaft reingehen. Es geht nicht anders. Ja, beim Motor, also bei jedem anderen Teil kann man ja so ein bisschen. Aber also beim Motor, wenn wir den schon mal neu, also komplett. Machst du überkreuz? Ja, mach ich ja durch. Hat's schon geknackt? Schon? Ja. Ach, hat's schon 2-mal geknackt? War das schon Nummer 3? Ja, das ist schon Nummer 4. Ich verquatsche alles. Ich bin abgelegt von Gummibärchen. So, probier nochmal alle nach. Ja, ich mach noch einmal. Einmal rundherum, genau. So, jetzt kann sich auch keiner beschweren, mit Drehmoment angesprochen. Weißt du, für was die Pommes gut sind? Pommes, heraus drauf. Nimmst du da mal eine Zündkerze raus und drehst sie mal lose rein, dass uns kein Dreck reinfällt. Da. Jetzt geht's rein. Genau, nur mit der Hand anziehen. So, ich würde sagen, wir drehen jetzt hier noch die Bolzen rein für den Vergaser und hängen diesen wunderschönen Motor hängen wir da rein. Und da alle wissen, wie das geht, machen wir das jetzt. Machen wir das alleine, ohne und die. Dann zeigen wir. Genau, damit das schön das Moped wieder aussieht mit dem Motor. Genau, damit das Video einfach jetzt nicht so platzt. Ne? Wir hängen das schnell rein, seid ihr gleich wieder dabei. Eilinchen! Ja, wir sind wieder da. Was sehen meine leidgeprüften Augen? Einen Motor im Rahmen. Also den Motor kannten wir jetzt ja schon aus ein paar Folgen, aber er ist wieder da. Also der alte ist tot, aber. Ja, wir haben einen neuen Motor. Der neue, also sagen wir so, ein neuer Motor mit ein paar Genen von dem alten noch. Die guten Gene. Aber ganz wenig Gene noch davon. Und nur noch die ganz, ganz guten Gene. So, jetzt fragen natürlich 1000 Leute, so kann man ja gar nicht fahren. Nee, kann man noch nicht. Weil wir wollen die Schaltung noch einstellen, sauber. Wir haben ja bis jetzt einfach nur zusammengebaut. Das ganze genau. Feintuning, Kupplung und Schaltung. Das müssen wir ja noch einstellen. Wir haben den da reingehängt. Was uns noch fehlt, ist natürlich noch Originalvergaser, ein richtiger 16N1. Nee, mit dem Mist da, mit dem 21er Käse da. Viel zu groß. Nee, der ist zu groß. Geht nicht. Gehen wir auf die andere Seite. Was haben wir hier schon? Zündung drin. Kette auch schon drauf. Ist zwar alles noch nicht fest, aber schon mal verbaut. Ja. Und hier haben wir der Eileen. Kann man das erkennen? Schöne neue Haltebratzen besorgt, in CNC gefräst, die ordentlich diese Grundplatte halten. Ich glaube, wir sind so Bleche, oder? Hier so gestanzte Dinge hier. Und die sehen halt deutlich mehr Schmutz aus und die halten auch nicht so gut. Deswegen. Ah ja, genau, weil die relativ schnell nachgeben, ne? Und die sind jetzt schön fest. Das ist Bombe. Also was nicht so schön aussieht, ist mein Hohlrad, aber... Nee, das Polrad liegt noch da. Das Polrad sieht aber auch nicht so geil aus. Polrad machen wir ein schönes, vernünftiges. Ja, die Zündung ist ein bisschen. Aber genau.
wenn sie gut ins Weg und das macht genau, sie. Genau, wenn sie funktioniert. Und, was heißt das? Das heißt, dass wir heute nicht zum Ende kommen. Also hatte der Niklas recht. Ja. Es gibt noch. Es gibt eine Staffel. Aber was wollen wir machen? Wir wollen es halt richtig machen. Und ja, das Problem ist ja auch, wir werden immer ein bisschen aufgehalten. Wir wollen ja eigentlich ein Video drehen und dann ist immer noch irgendwas. Es ist halt eine Werkstatt und da kommen halt immer noch viele Leute. Und ich gehe arbeiten. Aline macht momentan bis an Prüfung dran, der muss lernen. Abschlussprüfung. Drückt der Aline die Daumen, dass sie das gut hinkriegt. Und unterstützt sie weiterhin, damit das Projekt ein gutes Ende nimmt. Und dann sagen wir: Für heute erstmal schönen Feierabend, macht's gut. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.